kein Hörspielstart. Wir fahren fort und ich hoffe, ich bin da, wo ich letztes Mal gelandet bin, in diesem Schulhof. Denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der... Ich komme wieder zu diesem Text hier fertig zu lesen. So, er schlottert vor Kälte. Da bin ich ja rausgesprungen. Kriegen wir die Tür auch nochmal auf? Verschlossen. Ach, die Tür ist sowieso verschlossen. Gut, gucken wir uns mal um hier. Ob ich was Wichtiges sehe. Kamera funktioniert noch. Sehr gut. Was ist das für eine Platte? Einfach nur ein Gullideckel. So, Moment mal kurz. There will be done on earth. It's in heaven. To come. Let us not... Keine Ahnung. Lauter christliche Sprüche. Auch da in den Schulklassen ist nicht wirklich was zu sehen. Ja, ich habe mal mein Chat gezwungenerweise auf der Handy-App. So, ach, ich kann jetzt hier hinten auch langlaufen. Okay, gut. Vielleicht werde ich ja hier fündig durch irgendwas. Da drin sehe ich auf jeden Fall ein Getränkeautomat. Das finde ich schön. Es gibt dort... Was gibt's dort? Oh, hier komme ich nicht weiter. Die Bäume verstellen sich mir im Weg. Ich wollte eigentlich gucken, was da... Ich gehe davon aus, das ist Pepsi-Cola. Saure Gummibären. Also es juckt mich heute nicht, wenn ihr über Essen sprecht hier. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe zu trinken und ich habe zu essen. Und zwar, was richtig ist, also... Aber das behalte ich mir vor. Für spätere Fälle. Tja, die Tür ist auch verschlossen. Oder besser gesagt, unantastbar. Nur bei der Tür hat er was angezeigt, ne? Nee, nicht mal. Die Fenster sollte ich mir vielleicht angucken. Bevor wir hier draußen erfrieren. Die Fenster gehen allesamt auch nicht. Du hast vorher auch gut gespeist. Alles klar. Reden wir über eklige Operationen. Hey, ihr könnt nicht über eklige Operationen hier reden. Also nicht mit mir zumindest. Es juckt mich nicht. Ich bin derjenige, der auf YouTube Dr. Sandra Lee abonniert hat. Hier, Pimple Popper. Also ich gucke mir da jedes Mal gerne an, was da für Pickel ausgedrückt werden und für Zysten entfernt und so Sachen. Also damit könnt ihr mir gar nichts anhaben. Ja. Ja, bin ich echt eine tolle Zeit. Okay, die Fenster scheinen aber auch nichts anzuzeigen. Moment mal kurz. Da brennt Licht, aber da komme ich so nicht einfach hoch. Ich kann auch so nichts erkennen. Okay, da lässt sich nichts erkennen. In den Mülltonnen vielleicht? Aber nee, da glaube ich auch nicht. Wobei, na. Nicht in dieser Tonne. Die Tische sind zu sehr zugeschneit, dass da was liegen könnte. Habe ich die Tonne schon angeguckt? Da auch nichts. Hüppeldi-hüppeldi-hü. Was ist hier? Ach nee, die habe ich... Die hatte ich schon im Visier. Die hatte ich schon im Visier. Bleibt nur noch diese eine Tonne, so wie es aussieht. Da ist auch nichts. Nur in einem Klassenzimmer brennt Licht. Aber Moment mal kurz. Ich könnte ja mal was anderes ausprobieren. Okay. Zeigt er mir hier was an? Da flackert das Bild ja immer ganz komisch. Das Mikrofon habe ich zu selten eingesetzt. Das wäre mal vielleicht eventuell ein guter Zeitpunkt dafür.
Aber da wird auch nicht so wirklich was angezeigt. So, wollte noch das Mikrofon ausmachen, damit ich hier keinen Stromfresser habe. Jetzt heißt es wieder zusammenreißen. So, die Lampen haben wahrscheinlich auch nichts. Wo ist da ein Hinweis? Diese Lupen finde ich immer so verdächtig. Aha, aha. Aha! Stand ich da vorher richtig? So. Zabaduschter hier wieder. Okay, okay, okay. Ah, eine Tür. So, willkommen in SCP. Irgendwas, keine Ahnung. Zwei Batterien gleich. Ei. Gönne ich mir. Muss ich doch gerade mal gucken, wie viele Batterien ich eigentlich habe. How the fuck do I get out of here? Es sind mehr als vorher, immerhin. Wie zur Hölle komme ich hier raus, hat er sich gerade gefragt. Ja, das will ich herausfinden. Was? Was machst du? Die Tür ist doch nicht zu, oder? Willst du mich verscheißern? Soll die Tür etwa zu sein? Er zittert das so dämlich, das ist doch... Moment mal kurz. Ausprobieren. Batterie und Dunkelheit. Jumpscare incoming? Das bezweifle ich. Aber da gab es doch mehr Luken. Au! Ach nee, durch die Tür bin ich ja reingekommen. Glaube ich. Rückwärts. Ah, okay. Willst du mich verscheißern? Moment mal. Macht mir die Tür jetzt ernsthaft Probleme? Die Türen wollen bei mir nicht funktionieren. Echt jetzt? Ich will die Batterie jetzt noch nicht nachladen. Ich will hier erstmal rauskommen. Ich krieg jetzt die Tür nicht auf. Kann ich den Schrank verschieben? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Ist da irgendwas Spezielles? Nein, da waren nur die Batterien. Leiter? Nee, die brauche ich auch nicht. Jetzt komm schon. Auf geht's. Ich glaube, ich habe da gerade so einen Bug mit der Tür, wenn... Oder ich bild mir das ein. Na gut, laden wir nach. Weit kann ich damit auch nicht sehen. Eventuell, ich glaube auch, dass ich... Geh doch auf! Ich probiere nur mal kurz was, weil das kommt mir jetzt gerade echt komisch vor. Ozean. Ach, wieder nichts.
das ist ja jetzt etwas, keine Ahnung. Etwas komisch, dass ich die Tür nicht mehr geöffnet habe, also öffnen konnte. Will noch eine Sache nachschauen. So, probieren wir es doch mit der anderen Luke. Wie sieht es eigentlich batterienmäßig aus? How the fuck do I get out? Naja. Naja, so sieht's mit der Batterie aus. So, und hier bin ich. Wo bin ich hier? Ganz woanders auf jeden Fall. Aber immerhin ist es... Oh la 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 la! Ulkala, ala mama, mogulila badadada baba! Ja! Ja! Das Ärgerliche ist, ich habe jetzt vom anderen Raum die zwei Batterien nicht. Das ist so komisch. Gut, was haben wir denn hier? Zum Frühstück gibt es Waffeln. Waffeln, Mini-Würstchen, Biscuits, Catmeal. Catmeal? Naja. Toast with Peanut Butter, Bagel, bla bla bla. Mhm. Ramen-Nudeln, Hot Dogs, finde ich ja lustig. Boti Pasta with Peas. Also das Catmeal ist das Einzige, was mich bis jetzt verwirrt hat. Crackers and Cheese, Cereals, Pretzels. Pretzels! Pretzels sind immer gut. Kiswahili? Wie war es Kiswahili? Was ist Kiswahili? Kann ich da auch raus? Da war der Getränkeautomat. So, also hier geht's auch. Aber hier dürfte wahrscheinlich dann nicht viel sein. Oatmeal. Hallo, Cola. Cola, gib mir Cola. Hier würde es wieder nach draußen gehen, wenn die Türe dann offen wäre. Ist sie aber nicht. Ah, aber da liegt tatsächlich was. Hangman. Mal wieder. Keine Ahnung, was da unten für ein Wort hingehört. Abfotografieren kann ich es auch nicht. Gut. Ui, schön. Ich möchte nicht davon angefasst werden. Was? Hi. Nutze dein Mikrofon. Jessica! Come here. Jess! Hey! Quick! The day is done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. Light of light. Jessica! Give me this can you hear me? And shed round me thy presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, ooh, Puschel. The day is done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. Oh, light of light. Keep me this night and shed round me thy presence bright. I need not fear. Wo? Thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun. Look down upon little one, O light of light, keep me this night and shed round me thy presence bright. Wo ist sie? I need not fear if thou art near. This way, Blake. Jess, are you there? So, wo wache ich denn jetzt auf? Hm? Und wo geht's jetzt lang? Moment mal kurz. Oh!
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. I can still find my way to the mine. Ja. Batteriemäßig sieht es jedenfalls nicht gut aus. Allerdings ist hier ja eine. Das ist schon mal gut. Das ist prima. Okay, get to the other side of the lake. Wir können ja schwimmen. Wir können ja schwimmen, was See betrifft. Ich will noch nicht nachladen. Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Okay, er sagt gerade, wir sollen gar nicht ins Wasser gehen. Ja, das ist, gut. Was haben wir denn hier rumliegen? Die sind doch einigermaßen frisch hier. So, was sagt die Kamera? The lake smelled like chemicals and dead things. Gut zu wissen oder schlecht zu wissen? The lake smelled like. Ja, ja, ist okay. Ist okay, dann brauchen wir gar nicht da reinzugehen ins Wasser. Ich habe aber jetzt einen Fuß ins Wasser getan. Yay, Winnie, du hast deinen Namen abgeändert. Sehr schön. Aber auch so habe ich dich ja schon vorher erkannt. Ach ja. Nee, wenn er sagt, wir sollen nicht ins Wasser gehen, dann trauen wir dem lieben Mann mal. Was ist mit dieser Hütte hier? Natürlich ist sie blockiert. Beziehungsweise verschlossen. Aber sie ist nicht leer. Aha! Da muss ich doch jetzt mal gucken. Es gibt also einen Weg hinein. So. Jetzt will ich das Ding nachladen. Und es gibt einen Wisch. Gut, mal gucken, was der Wisch sagt. Moment kurz, Moment kurz, Moment kurz. So, ich habe die Möglichkeit übrigens bei jemand anderem im Stream herausgefunden, dass man die Texte besser gelesen kriegt, wenn man hier die... Also man kann Text anzeigen hier. Habe ich jetzt also gerade... mal gemacht. So, Val, ergib dich. Lass dich von diesen Männern helfen und ich verspreche, dass du nicht mehr leiden wirst, als notwendig ist. Du musst wissen, dass du vom Feind versucht bist und dass du diesen Pfad jetzt und für immer bereuen wirst. Ich liebte dich und ich liebe dich noch und Gott liebt all seine Geschöpfe, selbst die Verlorenen. Komm mit uns, hilf uns, die Erlösung zu finden. Gott liebt dich. Papa vergibt dir. Knott. So, diesem Knott traue ich nicht mal einmal über den Weg. So, ich war nur wegen dem Text hier. Schön. Schubladen können wir ja nicht öffnen, wie in Amnesia. Was ich schade finde. Dann wollen wir mal wieder unten hier reingehen. Ah, Licht ist notwendig. Leider. Kann ich mich da vorne so rauskriechen? Nein, da ist das Holz. Ich kriege da wieder raus, wo ich reingekrochen bin. Steh auf! Wir müssen irgendwie über diesen See kommen. Spring da hoch. Dann nimm halt die Treppe. Meine Güte, ist der pingelig. Da drüben ist auch nochmal eine Hütte. Aber mal gucken, ob hier was am Steg passiert. Vielleicht liegt hier ja irgendwas. Hm.
Ich kann okay jetzt nichts erkennen. Ich habe nur Geräusche gehört, die mir suspekt vorkamen. Vorschlag für Outlast 3. Batterien und Taschenlampen. Oder solche Taschenlampen, die man da so ankurbeln kann. Aber Brennstoffzelle ist auch okay. Bei Outlast 3 geht es da bestimmt um Hexen. Die Tür knattert, okay. Aber nichts los hier. Beziehungsweise ist vielleicht da... Nein, auch nicht. Diese Tür habe ich übersehen. Beziehungsweise, da komme ich so gar nicht ran. Hallo? Auch keiner da? Die könnte ich jetzt dann aufsperren. Okay, da gehe ich dann nachher raus. Moment mal kurz. Da, Batterie. Schön sparsam damit sein. Warum ist diese Tür hier verriegelt? Ja, öffnen. Rückwärts, okay. Ach so, das war die Tür. Jetzt verstehe ich. Ah, ich und meine Orientierung. Dann mal raus hier. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Wenn man nicht durch den See kann, kann man aber immer bestimmt doch um den See drumherum. Da hinten gibt es wahrscheinlich gar nichts mehr. Ein Boot, das nicht gerade solide aussieht. Wie, solange es nicht um Vampire geht? Was hast du denn gegen Vampire? Okay, Außenrum ist wahrscheinlich auch doof. Da liegt aber wieder was. Vampire sind sowas von ausgelutscht. Nur wenn man Twilight gesehen hat. Okay, ich habe mir meine neue Batterie. Ich könnte natürlich doch etwas durchs Wasser gehen. Das mache ich aber dann von da hinten aus. Ja, genau. Das habe ich ja gemeint. Solange man keine Vampire aus Twilight... Solange man Twilight nicht gesehen hat, sind Vampire cool. Let me help. Was denn? Was denn? Geh doch hoch! Okay, ich bin jetzt im Wasser. Ja, Was? War das jetzt ein fataler Fehler? Das war ein fataler Fehler. Das war ein fatalitärer Fehler. Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Da gehe ich jetzt nicht mehr rein, weil da habe ich jetzt ja schon das her, was ich wollte. Lediglich. Ich könnte schwören, hier war eine Batterie. Ich könnte schwören, da war eine Batterie. Dann ist es der andere Steg mit der Batterie. Jawollo, der hat.
So. Also ins Wasser kann ich auch nicht, weil böses Stimmchen zu mir spricht. Was blöd ist, wie komme ich denn sonst darüber? Oh, ich bin doch idiotisch. Ich bin doch idiotisch. So, wie war nochmal das Licht hier? Durchs Fenster raus. Ich habe nicht aufmerksam zugeschaut in der Umgebung. Da hat doch gerade irgendjemand gemacht. Ich will nur Akkus sparen. Wie, was zum Hölle? Das sind nur tote Fische. Oder hast du was anderes gesehen? An toten Fischen kann ich jetzt hier jetzt nichts Negatives sehen. Nicht wirklich. Treibt sich hier irgendjemand rum? Nein. Gucken wir mal, ob wir einen Blick erhaschen können hier von dieser Klippe. Ich meine, eigentlich ist das auch die perfekte Location hier für Freitag der 13. Ach, guck an! Ein Floß! So, dann gucken wir mal unseren Weg nach unten, ob wir den finden. Wobei, hier unten scheint es auch was zu geben. Ich weiß nur noch nicht was. Nicht, dass da wieder irgendjemand lauert. Also eine brennende Fackel? Nokia 3310 for the win. Moment mal. Ach, vielleicht später. Ich habe hier ein anderes Nokia noch rumliegen. Funktioniert auch noch, gebrauche ich auch hin und wieder. Und Alea, du schreibst gerade an einer Vampir-Story. So, so. Bin ich hier richtig, um hier runterzukommen? Was sagt denn das Mikro? Geräusche kann ich jedenfalls keine vernehmen. Ich gucke mich noch ein bisschen oben an. Von hier runter zu springen wäre natürlich auch sehr ungesund. Springen wir hier wirklich sehr, sehr blöd. Es sei denn. Du willst hier nicht durch, ne? Ach komm, was soll's? Was außer Respawn sollte passieren? Holy shit, das war der richtige Weg. Das ist keine Höhle, wie ich gedacht habe. So, gehen wir gleich wieder auf Schlittertour? Nee, gehen wir nicht. Gut, sehr gut.
wieder durchkriechen, ja? Alles klar. Da laufen doch Gestalten. Das sollte mich doch etwas... Ist das jetzt der Wind oder was anderes, was hier bläst? Die Musik drückt gerade schon ein wenig. So, Zettelchen. Okay. Mark Aaron, wenn ihr dies findet, kehrt sofort zurück zum Tempelgate und sagt Papa Knott, dass ihr Schrecken und Qualen sind, die meinen Glauben an Gott prüften. Männer allein könnten sich dem nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rette meine Seele und deine. Von wem der Text ist, steht natürlich nicht drin. Aber vielleicht haben sie diese Nachricht. Also ihr unterhaltet euch jetzt gerade die ganze Zeit über Handys. Das finde ich ja... Ja, gut. Smalltalk ist immer gut, ne? Oh, Bandage. Die nehme ich mit. Ich bin den Leuten hier nicht schuldig. So, ich bin durchs Fenster hier reingekommen. Ich gehe dann durchs Fenster auch wieder raus. Wenn es sein muss. Moment mal kurz. Millionen und 10 Jahre. Ja, ich gucke ja nur auch, ob er ab und zu mit mir kommuniziert. Ist ja wichtig, weil wer was fragt, will ja auch antworten. Warum? Dieser Sound. Okay, sorry, bist du still? So, ich wollte, glaube ich, dieses Floß hier beklauen. Raft. Ja, genau. Es geht also. Tschüssi! Eine Floßfahrt, die ist lustig. Nutze zum Rudern W, A und D. Die Frage ist, wo muss ich lang? Ich glaube, in diese Richtung. Chris, ich glaube, du verarschst uns. So viel Popcorn wie du hast, hat doch keiner im Haushalt, oder? Nicht mal ich habe hier Popcorn zu Hause. Jedes Mal holst du irgendwie Popcorn. Es sei denn, du hast ein Maisfeld oder sowas, oder? Wir rudern sogar mit Kamera. Die Frage ist nur, wo geht's lang? Das ist virtuelles Popcorn. Hoi, Claire, sei gegrüßt.
Da war dieses Licht. Ah, ist das... Ist das... These are signs. The apocalypse. I hope to God I'm just losing my shit. Einmal so Licht und dann... Zurück! Was? Ui! Oh! Wo ist mein Floß? Zurück zum Floß! Zurück zum Floß, auf jeden Fall, schnell! Nein! 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 Ja, da ist es doch, komm! So, ich gehe mal davon aus, da lang. Hätte der Gute vorher Surfstunden genommen, wäre das bestimmt kein Problem gewesen. Hier so diese eine Welle. Du kommst genau richtig klar, wieso? Hast du schon woanders dich bei zwecks Outlast 2 spoilern lassen und weißt jetzt, was gleich abgeht, oder? So, ein bisschen weiter nach rechts, Blake. Ey, Moment mal kurz. Stromschnellen, das finde ich jetzt gar nicht so cool. Oh ja. Pupshäschen. Oh. Das passt ja zu einem Spiel wie dem hier, solche süßen Worte. Okay, wir haben hier Stromschnellen. Ich hoffe, da wartet kein... Da magst du auch nicht filmen bei der Aktion, ne? Befreien? Fuck, come on! Oh ja, befreit dich, da läuft einer. Just... Shit! Fuck, come on! Na komm schon! So, ob wir jetzt wirklich entkommen sind? Those are the ones. They took Lynn. I'm close. I'm almost there, Lynn. Da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich nah an Lynn sind. Cult monks are dead. Those are good Christians. Because God said she had to die. The heretics, they want her to have the baby. Despite God. Do when there's no baby. I have to. Jesus. Lynn, I'm coming. Er ist immer noch optimistisch. Das finde ich gut, der gute Blake. Oh. Da haben sie. Okay. Es schwimmen hier mehr tote Körper rum als damals bei der Titanic. Na komm schon, die Aufnahme will ich auch noch. Okay, was haben wir hier? Body so thick I could have walked across the water on my backs. It's almost funny. That's how you walk on water.
Muss ich nochmal in der Bibel nachlesen, ob Jesus genau so über das Wasser gelaufen ist. Jetzt erstmal gucken, wie ich hier weiterkomme. Na, eigentlich will ich nach links drehen. Aber der lässt mich gerade nicht. Ah, natürlich, ich muss auch rudern. So wie es aussieht. Da brennt ein Licht. Aber keine Hinweise. Ich kann nicht mal sehen, wer mich da jetzt verfolgt hat oder hier rumgegrillt hat. Aber es speichert wieder, das ist gut. Ich mache Fortschritte. Ich habe noch gar kein Resident Evil 7 gesehen, damit ich was weiß. Wo ist mein Floß? Wo ist mein Floß? Okay. Shit. Shit, the raft. At least they'll be there. Das sieht ein bisschen so nach... Nein. Das ist keine Hand, die sich ausstreckt. Ich denke, hier ist es angemessen nachzuladen. Aber das sieht nach einem Pfad aus. Vier Plagen vor Dagmas Nacktbar. There. The raft. Ah ja. Wie sollst du nur darüber kommen? Ich weiß nicht, vielleicht hier? Wäre eine Möglichkeit. Ob man das als Schiffbruch werten kann, weiß ich nicht. Motherfucking no. Lecker, ne? Der Anblick. Killed as a warning. We're welcome. We're all welcomed eventually. Ja, willkommen dann mal hier bei Outlast 2. Bei verrückten Hinterwäldlern, die uns den Arsch aufreißen möchten. Douglas Nackbar kanntest du noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob du das Spiel You Don't Know Jack kennst. Daher habe ich das nämlich. Irgendeiner hechelt da. Oh, da liegt was. Oh, das ist viel Text. Aber auch das lese ich nicht vor. Ich brauche erstmal einen guten Schluck. Z
Zu vermeintlichen Bibeltexten sagte ich ja, dass ich nicht so sehr auf die achten werde. Wo ging es jetzt nochmal zum Floß lang? Und wer stöhnt da die ganze Zeit so? Verstecken? Irgendjemand schleicht hier rum. Und ich weiß nicht mehr wer. Hier ist ja gut zu hören. Naja, gehen wir mal raus hier. Es ist echt nichts zu sehen, wenn ich... Aber vielleicht sollte ich dem folgen. Diesem Pfad hier. Na, wirst du da hochklettern? Er klettert da hoch. Okay. Nee, er klettert da nicht hoch. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, wo zum... Da lang. Nein! Ich bin im Kreis gelaufen. Oh. Es sei denn, ich kann damit interagieren. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Ele hopp. Schön drauf, gerade laufen. Ich könnte das gar nicht, diese Rüberbalanciererei in real life. So, was steht hier? Love set us eerie. Wie war das doch, Chris? Einfach mal die Seele baumeln lassen. Da ist das Floß. Ich sprinte. Ich bleib gar nicht erst stehen. Problem ist nur, ich habe gar kein Paddel mehr. Doch, Paddel ist auch noch da. Sehr schön. So, dann kommen wir ja wieder voran. Anbei ganz kurz. Ah ja. Nee, Batterie wechsle ich jetzt nicht. Da können wir uns alle einig sein. Ich auch nicht. Na los, geh rüber, geh rüber. Dreh nach dahin. Das Floß lässt sich aber schon blöd steuern. Drücke ich die richtigen Tasten? Ja. Na komm schon, da durch die Passage.
Genau, Claire. Bau mal die ganzen Materialien, die du in so ab wie in Survival Games. Mir gefällt es nicht, wie da viele rumlaufen. Was? Was? Was zur Hölle? Warum? Es ist noch ein halbes Floß. Da ist noch was dran, da ist noch genug dran. Ich glaube nicht, dass deine Taste futsch ist. Du hast es ja auch gerade wieder richtig geschrieben. Immer auf die Taste schieben, ne? Da ist eine Hütte und ein ganzes Haus. Und... Wer jetzt schon wieder? Wer? Au! Wir warten durchs Wasser, wir warten durchs Wasser, wir warten durchs Wasser. Mich weiß nicht, wo lang. Au! Okay. Ich renne jetzt mal gleich los, weil ich nicht weiß, wohin. Wobei, ich meine zu glauben, ich sehe eine Leiter da hinten und ich werde versuchen, die Chance zu ergreifen, diese Leiter zu schnappen. Nö. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Really? Ich hab nichts gesehen. Du musst mir auch eine Chance zum Sehen geben, Spiel. Oh, jetzt habe ich was gesehen und, ich bin im Schwimmbecken? So. Oh. Ach Mann, schon wieder die Grundschule. Moment mal kurz. Liegen hier Batterien irgendwo am Schwimmbecken? Wobei die Lösung für die Grundschule so einfach wäre. Hier ist Exit. Aber nö, Exit ist zu. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Lady ist, Claire. Was da mit der Zunge kommt. Männchen, Weibchen, andersrum. Aber da brennt Licht. Ach komm schon, ich krieg dafür jetzt keine auf den Deckel, wenn ich hier ins Mädchen... ...Bereich gehe. Da hat jemand mächtig seine Periode. Ja, damit hätte ich eigentlich rechnen müssen, jetzt so im Mädchenbereich. Und warum klopft es an dieser Tür? Und darum keine Tampons und keine Binden in die Toilette. Moment, halt, stopp.
Man könnte aber auch meinen, dass bei den Damen es so besser aussieht in der Toilette, aber ich irre mich in dem Fall. Nehmen wir doch selber eine Kunde zur Dusche. Oh, schön. Fußspuren. Okay, vielleicht hat doch jetzt durch... He's coming! Wo bist du? Wo ist sie langgelaufen? Wo ist sie langgelaufen? Öffnen wir mal hier. Toilettenchecken in Horrorgames ist wichtig. Das weiß man spätestens seit Silent Hill 2. So, geht vielleicht die Tür jetzt auf? Nein, die ist blockiert. Stimmt ja. Aber in der Jungstoilette war ja auch nichts. Was sag ich auch? Chris, was? Blockiert. Hm. Ach, da geht's raus. So, damit hat sich diese Tür erledigt, aber hier ist ja noch recht relativ hell. Stecken wir jetzt wieder in diese dämlichen Schule. Ja, Christus im Himmel aber auch. Was ist das hier? Ja, guck, da hier. Da. Da klärt man es ja hier. Erste Periode, zweite Periode, dritte Periode. Das war zu viel für die Toilette. Rechts oder links? Da geht's nicht so arg weiter. Ich denke mal, andererseits. Verschlossen. Okay, gut. Würdest du jetzt bitte diese Türe öffnen? Na also. Oh, la 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 la. Ach, das sag ich auch. Ja gut, warum macht ihr alle so jetzt hier so dieses Smiley hier, dieses... So schockiert von dem Geschehenen gerade? Ja, geht, ne? Wo darf ich jetzt lang gehen? Ich wollte an die Tür, genau. Und dann wurde ich ja zurückversetzt. Yo, Engine, gute Nacht. Danke, dass du dabei gewesen bist, ne? Toll. Jetzt geht die Tür gar nicht mehr auf. So viele PCs. Und so wenig Türen. Beziehungsweise hier ist eine. Ach, die ist auch zu. Na gut, vielleicht kann ich jetzt wieder den Weg lang gehen. Was ist denn hier noch? War noch hier? Hier ist noch was. Da leuchtet was. Das nehme ich mir. Hier leuchtet es verdächtig, aber hier ist nichts. Das kam mir auch gerade in den Sinn, Winnie. Müsst ihr das jetzt alle so machen? Oh, nochmal ein Hangman-Spiel. Und wieder unvollständig. Hm. So, ich glaube, hier gibt es dann nichts mehr. Wo ist die Tür? Ah, da.
Ja, Claire, das weiß ich. Darüber haben wir uns ja unterhalten, ne? Und es ist nicht so teuer gewesen, wie wir beide es eigentlich vermutet haben, hier so ein Vollpreis-AAA-Titel damals. War relativ günstig. Unter 30. Hm, die Tür wird nicht aufgehen, da sind ja nicht mal Griffe dran. Fuck! Ja! Help me! Please! Wo lang denn jetzt? Ach, da auch nicht. Lichtgeschwindigkeit! Wo bist du? Wieder mal die Tage, ja. Tatsache, es gibt also für Xbox und PlayStation 4 gibt es das quasi im Bundle. Und heißt dort Outlast Trinity. Es regnet Blut. So, aber ich glaube, ich nehme den Weg nach oben. Ist das jetzt wirklich die Apokalypse? Follow the blood. Na super, es ist überall das Blut. Was sagt die Kamera? Okay, darauf bin ich jetzt gespannt. Raining blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just... I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Der Regen tropft von ihren Schuhen. Stimmt. Spielmannsfluh von ich habe den Namen jetzt vergessen, dabei kann man doch eigentlich nicht vergessen. In Extremo. So, wenigstens ist es hier nicht mehr so blutig, aber zu. War da ein Fenster? Oder was ist das? Nee, das ist jetzt nichts Besonderes. Also, wir haben hier offensichtlich hin... Hey, Extreme Gaming! Wir haben hier offensichtlich... Hinterwäldler Christen gegen Hinterwäldler Satanisten und... Oi, 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 wenn ich jetzt nichts trinke... Oi, oi, oi. Deswegen was zu trinken. Damit ich meine Stimme ölen kann. Ich glaube, das ist der richtige Weg hier, oder? Muss ich hier durch? Wo übersehe ich jetzt wieder was durchgangmäßig? Ah ja, hier. Hier geht's lang, okay. Hm? Wer ist Paddy, Claire? Na danke! Wir wurden eingeschlossen.
Es ist auf jeden Fall nicht Lynns... Ah, okay. Es ist auf jeden Fall nicht Lynns Kopf, von daher kein Grund zur Sorge. Jetzt wird's stressig, sagst du? Wie ist das so? Es macht schon Sinn, wenn man sich verstecken kann. Ich bin drauf gefasst, denke ich. Oh, wieder balancieren. Okay, okay, okay. Kriegen wir auch hin. War auch kein großes Stück. Nur weiß ich nicht, ob es so toll ist, dass ich mit den Ketten jetzt so viel Krach gemacht habe. Deswegen versuche ich jetzt, die Ketten zu meiden. Ja, gerade mache ich meinen Mund zu und es misslingt. Aber hier ist es auch wieder zappenduster, dass ich gar nicht sehen würde, wo ich hinlaufe. Na, willst du da nicht hoch, ne? Willst du nicht. Okay, okay, ist ja gut. Moment mal kurz, wie sieht's aus, Batterien? Mein Entrance ist usually on the top floor. In der oberen Etage sollte es sein. Gut, dann gucken wir mal, wie wir nach oben kommen. Ach, da ist eine Tür und ich habe sie übersehen. Liegt keine Batterie hier rum? Da wackelt die Kette aber ganz gewaltig. Was? Try. We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Wo ist er jetzt hin? Jetzt musste ich die Batterie einlegen, damit ich Schritt halten kann mit dem Irren. Ah, da lang. Ist die blöde Claire abgehauen? Wir sind wieder im Schulgebäude. Wir haben den Overhead-Projektor, der ausnahmsweise nichts projiziert, aber vielleicht muss ich ja wieder mit dämliche. Ach so, das war der Winkel, von dem ich reingekommen bin. Ne, eine Folie muss ich keine finden. Was ist da hinten? Verdammt hell hier. Geht sogar auf. Aber hier drin ist nichts. Okay. Comicbücher, oder? Wir sagen mal Bücher dazu. Keine Comicbücher, aber Bücher. Abgeschlossen. Okay. Komplett wieder zurück. Ja, schon wieder Schule. Das habe ich auch mir gedacht vorher. Outlast 2 zwingt uns in die Schule. Kann ich darüber? Weil vielleicht hier wertvolles Zeug, das ich mitnehmen sollte, aber scheint nicht so. Computerraum wieder.
Holla, holla. Das war aus der Reihe hier. Tatsache, da brennt noch Licht am PC. Beziehungsweise der PC ist halt an. So, was haben wir denn? Dreh dich um. Da hing sie gerade. Was ist denn das? Hat nichts zu tun mit dem Spiel. Funktioniert diese Tür hier? Nein. Funktioniert die Tür da? Die funktioniert. Noch mehr PCs? Aber diesmal nichts Wichtiges drin. Hier ist noch eine Tür, okay. Da! Dich wollte ich. Das war ziemlich lustig. Ich habe halt bei jemandem ein bisschen reingeschaut, die ließ sogar onscreen ihren Puls laufen. Das ist mal eine Idee. Ich weiß zwar nicht, wie sie das gemacht hat, aber... Geht's da wieder rein? Oh nein, geht nicht. Wo ist dann der Durchgang? Da ist noch was verbannt. So. Da ist sonst nichts mehr. Die Tür ging ja nicht auf. Warum auch immer. Die Tür geht gar nicht mehr auf. Blockiert. Also was übersehe ich jetzt wieder mal? Außer, dass da der PC immer noch an ist. Hat sich was geändert? Nee, wahrscheinlich nicht. Dreh dich um und da hing sie. Sackgasse. Vielleicht geht die Tür jetzt inzwischen auf. Nein, blockiert. Lasst mich raus hier! Naja. Die Decke habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Vielleicht ist wieder ein Loch irgendwo. Nope. Au, oh, hier, nächster PC. Jetzt sind ganz viele PCs aktiv und die Tür hier ist offen. Okay. So. Wenn wir nicht dadurch kommen, kommen wir immer hier durch.
Will mir das hier was sagen irgendwie? Da ist noch ein Fleck, Claire. Du bist noch nicht fertig. Da will ich gar nicht rein. Es wird nicht gehen, oder? Verschlossen, okay. Wir sind also wieder hier, in der Schwimmhalle. Also über der Schwimmhalle. Hier waren wir schon vorher. Da unten läuft sie ja. Erst jetzt fällt es mir auf. Okay, okay. Solange der Schwester Zunge hier nicht erscheint. Oh, schön, es schneit draußen. Ist es das Klassenzimmer, wo vorher Licht war? Ja, das ist es eindeutig. Und ich weiß, dass ich da zwei Batterien habe liegen gelassen. So, da ist ein Zettel. Das ist wieder ein Hangman. Bei dem ich nicht genau zudeuten kann, was da für ein Wort dran ist. Claire ist mehr als ein Dampfreiniger. Ja, wahrhaftig. Hast du das geantwortet, Claire? Dass du nicht für die Konkurrenz arbeitest? In den Flur will ich nicht mehr. Lynn, Claire, nein, Jessica! Wir sind nicht allein hier, ja, schön. Sie ist da runtergegangen. Dann geht's ja wieder in die Schwimmhalle zurück. Nein, nicht durch diese Tür. Ja! Ist doch nicht zu glauben! Lass mich los! Wo kam der her? Einatmen, ausatmen. Mein lieber Schwan, das war jetzt was. Und das Beste ist, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht hier. Werden wir wieder gejagt von irgendwelchen Wahnsinnigen? Oh
immer bitte. So, also Rückwärtsgang funktioniert. Hier bleibe ich erstmal. Wo willst du hin? Verzieh dich. Er kommt wieder hierher. Na, wo bist du? Wie er da steht. Lauf doch mal weiter weg. Ein bisschen weiter noch, ein bisschen weiter noch. Okay. Ach, da lang geht's. Der hat ordentlich Bombs drauf. Hier ist hier rüber, genau. Volle Actionlastung und ab geht's. Ja. Okay. Nicht stehen bleiben. Ripp drüber, jawoll. Wir sind athletisch, wir sind sportlich und so. Oh gut, erstmal den Weg blockieren. Du bist ja echt ein... Oh, ihr seid zu zweit. Und ihr... Ihr knallt hier doch durch. Aber ohne mich! Okay. Ich kann mich rüberbaumeln. Was haben wir hier? Gut, ist abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Keine Blätter, die hier rumliegen. Schade, nichts zu lesen. Egal, wer eine Elbe schleppt, nur Hangman-Zeichnungen. Willst du mich reinlassen? Nein, willst du nicht. Okay. Evan Clave, das wäre nicht so schlimm. Claire denkt ständig so. Oh! Und das äußere ich als Zustimmung. Puh, okay. Wo lang denn nun? Warum gucke ich mir eigentlich jedes Mal die Videoaufnahmen an? Da ist eh nur Rauschen drauf. Es geht hier sogar auf. Ui. Na gut, vielleicht ist hier ja was. Wie dieser Fernseher, mit dem ich nicht interagieren kann. Okay. Dann ist dieser Raum hier tatsächlich Zeitverschwendung, weil hier gibt es nicht mal Batterie oder Verband. Wobei Batterie mir immer herzlich willkommen ist. Kommt jetzt gleich die Trulla wieder, oder was es ist? Zungenmonster. Da leuchtet was, da leuchtet was. Sag ein, Kollege. Oh ja, da baumeln die immer noch draußen. Ich dachte, da hängt auch jetzt was, aber da hängt nichts. Okay. Der Fernseher läuft hier, immerhin. Da, Zettel. Tatsache, wieder. Ich kann mir nur ausmalen, was da stehen sollte. Jessica loves Blake. Ach, rückwärts. Der sieht ein bisschen aus wie dieser Nott, finde ich. Und der hat etwas ein bisschen hier von Alfred E. Neumann. Nur, dass Alfred besser aussieht. Finde ich. Frauentoilette, ja klar. Wir dürfen da wieder reinspickeln. Okay. Hier ist der Raum voll mit etwas. Jessica, 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 Jessica. Aber mehr auch nicht. Ein Verband! Ich kann keine weiteren Verbände tragen. Ich bin voll an Verbänden. Okay. Das melde ich dem Verband der Verbände, dass ich keine weiteren Verbände mehr tragen kann. So, hier gibt's sonst nichts mehr. Hier wäre nur hier ist Sackgasse. Oh, die Herrentoilette. Nee, warte mal kurz, das war die Frauentoilette. Die Herrentoilette, was ist mit der? Hier ist nichts. Da auch nicht. Und das war's auch schon. Wird diese Tür jetzt aufgehen?
Da ist gerade zuge... Das! Schatten! Der Schatten hat mir gerade die Tür geöffnet. We are loved. God face Christ. St. Sybil High School. Ja, aber so eine christliche Schule, da ist es ja gar kein Wunder, dass, naja, das Mädel sich aufgeknüpft hat. Wie die Alte? Das kannst du so nicht sagen, dass es aussah wie die Alte. Ich meine, sie ist jung und sie ist auch jung gestorben, also wie die Junge. Wie das Mädchen. Hallo, Tür. Ich bin nur hier kurz, um reinzuschauen, aber hier ist nichts. Ach, die Tür brauche ich auch nicht zu öffnen, weil so wie es aussieht, ist dahinter auch nichts. Sackgasse? Oh toll! Ein Bücherirrgarten! Ich liebe Irrgärten nicht. Ich könnte Stunden hier verbringen, was ich auch meistens tue. Na toll. Bin ich auch noch mit dem Typen hier drin. Claire, ich muss dir offen und ehrlich gestehen, ich hasse es, wenn du recht hast. Ja, komm, kriech durch, genau. Kriech durch. Verbannt. Ja. Das denke ich mir auch so. Nein! Jessica? Ja, kriech mir durch. Okay, ich glaube, jetzt können wir uns ein kleines Päuschen gönnen.
Ein ganz kleines Päuschen. Und ich bin gleich wieder zurück. Jo. Wer schreibt mich da gerade an? Das checke ich dann auch gleich durch. Also, ein kleines Päuschen. Bis gleich. Wo ist dein Meier? Hier. So muss sein. Nur darauf achten, dass auch im Stream das Bild ist. So schlimm in meinem Keller. Wer geht schon in den dunklen Keller gerne des Nachts nach einem solchen Game? Naja, okay. Habt ihr Bild? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weil ich sehe... Doch, ja. Jetzt sehe ich's. Gut. Das Ding sieht verschiebbar aus und ich denke, ich muss auch verschieben. Die Frage ist nur, wofür? Nicht dafür. Weil da ist die Tür definitiv blockiert und... Will ich da wirklich wieder durchkriechen? Weiß ich nicht. Probieren wir einfach mal rum. So, gucken wir mal. So kommen wir darüber. Und es gibt Verbandszeug. Ah ja, stimmt ja. Da war ja was. Ich kann keine weiteren Verbänden tragen. Batterie... The mine entrance is usually on the top floor. Batteriemäßig sieht's okay aus. Oh, ihr krächzt wieder. Was, wo läufst du hin? Na, komm schon. Reicht der Spalt dir? Der reicht dir. So, wo lang jetzt? Da oben rennst du. Ah ja. Ja, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Moment mal kurz. Ich kann das Ding rausschieben. Ah ja. Okay, ich weiß, glaube ich, schon wohin. Okay, komm schon. Bevor es zu spät ist. Hallo! Hier sind ja Leute hier! Ah, da steht er direkt! Oh. Wo lang jetzt? Au! Okay, volle Kanone, voll rennen hier, durchkriechen. Ah ja, gut, genau. Darauf bin ich vorhin nicht gekommen. Oh, balancieren. Schön. Gleich hier nochmal. Oh, die können auch balancieren. Ich glaub's nicht, die sind ja... Fuck! Oh,
Weit weg von dir. Nur ganz weit weg. Herrentoilette. Oh ja, schön. Hier fühle ich mich gleich viel wohler. Nicht unbedingt, aber... Okay. Offensichtlich war das so falsch. Da geht's nicht durch. Da auch nicht. Okay, okay, es ist blockiert. Nein! Wie meinst du das? Da war ein Glitch. Also gut, ich weiß jetzt zumindest, dass ich die eine Tür hier nicht hindurchgehen kann. Die da nicht und die da nicht. Okay, die Tür auch nicht. Ich lauf dir jetzt entgegen, weil du tötest mich eh. Du bist zu schnell für mich. Du mieses Stück Scheiße. Okay, 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 okay. Oh nein, 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 nein. Gib Vollgas, Blakey. Yay, er kann auch Türen aus dem Weg rammen. Dann muss ich ja hier rein, aber was mache ich hier drin? Also was zur Hölle jetzt? Die Chantal nervt mich. So, wie entkomme ich jetzt hier? Ich weiß das, also ich... Jetzt aber, Vollgas, Volldampf, 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 Blake. Ich hab jetzt keine Ahnung, was da geschehen ist, aber... Gib Gas! You're not evil, Blake. You're just confused. Oh, I follow, jetzt! Moment kurz. War das doch ein angenehmer Teil sein? Wer hat jetzt? Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Moment. Bernhard Schuh, mehr sehe ich gerade gar nicht. Aber vielen Dank auf jeden Fall für dein Follow. Vielen lieben Dank. Komm, Spiel. Komm, Spiel. Hm.
Das Spiel will mich gerade veräppeln. Alt-Tab will nicht funktionieren. Moment mal kurz, das haben wir gleich. Es will mit Alt-Tab nicht funktionieren. Warum nicht? Lass mich doch wieder ins Spiel rein. Moment mal kurz. Jetzt habe ich wieder was. Okay, zurück zum Spiel. Ja, selbst das Spiel hat Angst, das ist wahr. Okay. You don't have to hide. Let me help you. Ah! I remember being a young man. Wohin denn? Ein Zettel. I will never let you go. Das kann ich verstehen jetzt. Das. Ich möchte lösen. I will never let you go. Oh, abgeschlossen. Ja, du hast recht. Da stand ein Fahrrad und ich denke mir nicht, wo ETF. Geht die Tür da wieder auf? Ach, blockiert ist sie auch noch. So, was verpasse ich dann? Also ich habe hier das Bild mit dem I will never let you go. Ach, da! So, wo bin ich jetzt hier? Hallo? Vielleicht da lang? Ach nein, da, das stimmt schon, das war da lang. Ich muss jetzt mal runter, nicht hoch. Okay. Okay. Dann hinab. Hinab. Geh runter. Wie klettert man da runter? Oder vielleicht noch ein bisschen weiter nach links. So, so geht's runter. Okay. Oh. Es klopft wieder. Nanu? Wo jetzt? Ah! Hoch! So, wieder Wege suchen. Nee, das würde er nicht tun. Das würde er nicht tun. Ich dachte schon, er würde sich da runterseilen, aber das glaube ich nicht. Interagieren, ah. So geht das also, okay. Muss ich jetzt wieder hier raus? Nein, muss ich nicht. Vielleicht wieder interagieren mit dem Ding? Nur so ein bisschen interagieren.
Da lang geht's. Ah, ja. Auf dem Boden hat's wehgetan. Nein! Nein, 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 nein! 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 Riech genau! Oi, 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 oi! Das war instinktiv gehandelt. So, muss ich hier raus? Nein. Geht's für mich hier lang weiter? Was war da? It's coming. Was kommt da? Da kommt doch nichts. Ja, er kommt, ja toll, wunderbar. Hat sich ja gelohnt. Springt rüber. Was, wer geht? So, was, wie, was? Und see you. Was? Stopp, da war eine Batterie. Ja, ich habe die Batterie nicht gesehen. Ja, tut mir leid. Was meinst du mit und see you? Gehst du? Hm. Die Batterie geht. Ach so. Okay, alles klar. Nein, nicht klar. Ah! So, dann nochmal von vorne oder so. Okay, ich renne schon mal. Ich weiß ja, dass er kommt. Jawohl! Ui. Ach, hier bin ich dann wieder? Warum bist du jetzt aus der Puste? Lass den stehen! Geh vorbei! Renn! Die Diskussion gab es vor kurzem, Claire, ob es einen Speedrun gibt. Anscheinend ja. Komisch, ich hab mir Fahrstuhlabstürze. Mei. Was nun? Also Rekord liegt, glaube ich, bei 2 Stunden 30 Minuten. Outlast 2. Jetzt,
Wie geht's jetzt hier weiter? Ah! Okay. Hier komme ich so nicht hoch. Ja, wie nun? Dann bin ich wieder hier drin, okay. Ich bin etwas verwirrt gerade und weiß selber nicht, wo lang ich muss. Mein Auge tränt. Klemmt da vielleicht irgendwo was? Ah, natürlich hier lang. Jetzt aber schnell weg hier, bevor das Ding... Ich hab es sowas von gewusst. Ich hab es sowas von gewusst. So. Trapped. I was never gonna get out. Now I knew it. At least I'd be there with her. So, wir gehen dann mal weiter. Vielleicht finden wir hier noch eine Batterie, aber ich glaube, es ist eher weniger. Es bebt hier. Weiß nicht, ob das so gut ist. So ein Beben. Mal gucken, wie lange es diesmal ruhig bleibt hier. Nee. Er ist da lang gegangen, ich gehe da lang. So einfach ist das. Oh shit! Man! Nochmal abtauchen. Muss ich hier lang? Nein, runter, runter, runter! Ich bin nicht böse, aber konfus. Na gut. Oh la la! Hab ich alles entschieden, ich nehme den Weg nach oben. Obwohl, kann ich jetzt wieder runter? War wohl ein Nein. Und wo bin ich jetzt? Ey, gemein. Fuck. Okay. Diese Aufnahmezeit, die nervt. So, was hat er denn zu sagen? They lived down here. No. Not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Ja, so möchte ich die Lynn auch nicht auffinden.
Warum krieche ich hier? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Nein. Doch, hier. Das ist immer so deprimierend, wenn du hier eine Taschenlampe liegen siehst. Ah, hier lang. Verstecken, alles klar. Mhm. Was auch immer da war. Es muss warten, bis ich die Batterie aufgeladen habe. Ich drehe mich nicht um. Oh mein Gott. Oh, fuck me. Ja, ich wollte beinahe. Lauf, lauf, lauf! Okay, 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 okay. Wir laufen einfach mal. Weil ich sonst keine bessere Idee habe. Als laufen? Und da. So, genau. Um ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und jetzt bin ich schon wieder hier? Nein! Hier bin ich nicht. Hier bin ich nicht. Wo ist der Lümmelmann? Oh fuck. Oh fuck. Sackgasse. Totale Sackgasse. RIP. Jawohl, RIP, genau. Okay, dann nochmal hier lang. Okay, da war ich doch nicht, oder? Da war ich noch nicht. Oh, schön. Lichthelme. Wie gerne ich davon einen funktionstüchtigen hätte. Die Hände von... Das dachte ich früher auch, als ich ganz klein war, Winnie. Yeah.
Oh no. Na. Nein, nicht abschließen. Öffnen. Und jetzt halten wir uns wieder. Wo lang? Nein, es ist doch nicht zu glauben. Da geht's ja gar nicht lang. Da geht's ja gar nicht lang. Und doch jetzt. Und dann haben wir. Wenn du jetzt glaubst, dass ich hier stehen bleibe zum Film, Blake, hast du dich geschnitten. Aber was ich jetzt noch definitiv mache, ist... Oh. Sackgasse. Okay, wir machen noch das Filmchen hier. So, nur weil ich wissen will, was er zu sagen hat. Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. For Jessica. Tja, Pech gehabt. Warst nicht dabei. Oder Moment da kurz, Blödsinn. Ach, das funktioniert auch so nicht. Ah! Bevor die Lümmelmänner wieder zurückkommen, schnell das Ding zur Seite schieben. Das reicht. Ah. If you've done something, I want you to tell me. Zettel. Och, wieder so ein dämliches Dingsbums da. Ja, dachte ich mir. Ist mir zu viel Text, das mag ich nicht. Too long, didn't read. Die Frage ist jetzt doch eher, wo lang? Der Arme hat versucht zu entkommen, hat es aber nicht geschafft. Jetzt bin ich den anderen Lümmelmännern mal entkommen, aber das Traurige ist, die werden mich wiederfinden. Oh, be careful, little mouth, what you say.
Oh, be careful. Es gibt eine neue Message. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Whew. Aha, krieg ich durch. Psycho-Horror, ja, das ist es in der Tat. Nein! Nein! What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? I welcome her, infant lord, naked, hiding nothing. I lay down in this mess. You crazy motherfucker! I show Where my is she? True face. Show me your true face. Huh? Au! Wie hätte ich dir entkommen sollen? Ich versuch's einfach mal. Also jetzt rennt die Tante, die mich erst abgeleckt hat, hinter mir her. He's come, fruit of your lust, your child, your father, the Christ we deserve. Wo lang? Jetzt aber auch echt zu dunkel hier. Nein, ich bin schon groß, ja. Nein! Nein. Nicht mit mir? Was ist das? Au! Wo war dieser elektrische Schalter und wofür ist der? Ja, ist ja gut.
Lululu! Ich weiß noch nicht mal, wo ich richtig bin hier. Ich werde Red Barrels demnächst anschreiben, zwecks dem Schmerzensgeld, ja? Ich weiß echt nicht, wo ich lang soll. Nein, da will ich gar nicht. So. Darin kann ich mich nicht verstecken. Bedauerlich. Ich mach's dir schwer, dich zusammenzureißen, das hoffe ich doch. Was willst du mir denn mitteilen, lieber Chris? Auch nichts. What? Oh nö! Ich verstehe das nicht. Ich habe doch da den Schalter auf off gedrückt. Warum ist dann da immer noch Saft? Also wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich da durchgehen. Genau hier. Aber das steht ja unter Strom. So. Ist da irgendwo noch ein Schalter? Kann das sein?
Ihr besauft euch jetzt. Ich bin derjenige, der es gut gebrauchen könnte. Was? Wo bin ich denn jetzt hier geraten? Wo ist sie? Oh nö. Sie war da! Sie war da! Sie hat nur den falschen Schrank geöffnet. Zu meinem Glück. Ein Witz hierzulande in unserem Breiten. Woran erkennst du, dass der Streamer kein Bayer ist? Er hat in 2 Stunden Steam kein richtiges Weißbier getrunken. Ich habe allgemein auch kein Bier zu Hause. Nie, leider. Ich lebe sehr sparsam. Was das betrifft. Ist ein Fehler. Oh ja, lassen wir sie mal da lang laufen. Du hast mich gefunden. Und ich sehe nichts. Ich würde sagen, der Strom ist noch an.
Frage ist, wo ist die Olle? So, Schalter Nummer 1. Ich warte jetzt hier einfach mal. Die Frau ist geil auf mich hier, sagt ihr? Die tötet mich. Ich wüsste nur gerne, wo sie ist. Oh oh. Also, sie läuft da wieder zurück. Das ist nicht gut für mich. Das könnte jetzt meine Chance sein. Um von hier zu entkommen. Jetzt habe ich irgendeinen falschen Schritt gemacht. Ich war dem Ziel so nah. Auf zum nächsten Schalter. Keine Worte, nicht viel Worte verlieren.
So, ich warte erstmal wieder hier. Irgendwann mal wird es wieder hell, wenn sie auftaucht. So wie jetzt. Ich sehe gar nichts gerade im Moment. Nur wie sie da läuft, da läuft sie. Holla, holla, holla. So. Okay, jetzt muss ich gucken, was schiefgelaufen ist. Okay, rennen und springen bringt nichts. Das ist so böse und ich hab's bösartig verkackt. Zweimal. Wegen meiner geballten Blödheit. Wenigstens konnte Guybrush das 10 Minuten. Thank you.
Wenigstens konnte Guybrush noch wirklich 10 Minuten. Sie kommt noch mal ganz kurz hier. Chris, wenn ich dich was fragen darf. Wie weit bin ich ungefähr vom Spielende entfernt? Es ist nämlich schon 2 Uhr morgens. Stunden, alles klar. Gibt's ja noch eine Weile zu tun. Ich mache noch ein bisschen weiter, zumindest bis ich diesem Teufelsvibe hier entkommen bin. Mindestens. Da läuft sie. Wenn ich gut durchkomme. So, jetzt aber. Blöd, wie, abhängen kann ich mich nicht hier. Muss ich da rüberspringen oder irgendwie? Chris, damit ich das nicht wieder zum, was weiß ich, wie vielen Malten wiederhole, du darfst es mir sagen. Muss ich da rüberspringen? Oh, und Claire, gute Nacht und gute Besserung, ja. Kopfschmerzen sind nicht so dolle. Ich muss darüber. So, mitspringen, oder wie? Ich hoffe, dem. Ja, hm. Warum hat das vorher nicht geklappt? Thank you.
can't keep a secret from yourself. Aha. Moment, ich habe so einen Gedanke, wie ich hier... Der Mechanismus ist blockiert. Gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr. Immer noch. So. Ich kann es nur im geringsten ahnen und ich denke, dass ich richtig liege, dass ich mit dem Weg da freirammen muss. Genug Anlauf, jetzt aber Vollgas! Irgendwas habe ich da gerade gesehen und ich habe nicht erkannt, was es war. Na, da wird es kein Durchkommen geben. Fußspuren. Da war doch eine Leiter, warum bin ich die nicht? Hä? Na, gut, ist okay, ich bin sowieso unten. God doesn't love you. Not like I do. Yui! Wenn du mich gern hättest, Mädel! Würdest du mich nicht umbringen wollen? Und es kracht immer noch. Olle werde ich wohl echt nicht mehr los. Bitte sei das der richtige Weg. Ja, flirten muss sie echt ganz gewaltig lernen. Ich hätte gern den richtigen Weg. Und sie geistert hier unten auch noch rundum. Zu meinem Nachteil. Und sie schwingt das Ding. Ich höre es nur, ich sehe es nicht. Wo auch immer die ist. Ah.
Ja, wie war es? Wo jetzt lang? Au! Na komm schon. Spiel, sei nicht so gnadenlos. Einen Wink musst du mir ja geben, wo ich lang muss zumindest. Offensichtlich nicht da. Das sieht doch gut aus. Okay, jetzt bin ich hier oben in einem Nest. Aber viel schlauer bin ich dadurch jetzt auch nicht geworden. Oh, Leiter, Leiter! Über wie viele Leiter müsste ich noch steigen? Oh, klasse. So. Sieht gut aus hier. Oder auch nicht. Verzeihung. Dann da lang. Auch nicht. Hä? Ach, so simpel war das. Etwas zu lesen. Darauf haben wir ja lange ge... Und das ist so ein Bullshit. So ein Bullshit ist das. Ein Päuschen drin? Nö, noch nicht. Noch nicht. So, wo geht's jetzt lang weiter? Denn erstmal Weg finden. Scheint so, als ob das der Weg ist. Ich dachte in den Minen. Was ist denn hier jetzt mein Ziel? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Finde Lynn. Na klasse. Wieder Absturz. Ich wusste es doch. Ja, meine Kamera. Oh, so much. No!
Lin! Aha, I'm beating you. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Es war doch nicht so nett, die Jessica, hä? Jetzt auch noch Händchen haltend hier raus. Das ist wieder die Schule. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lin ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Ja, was Maybe. Fragen? I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. Also da lang nicht, okay. Wo bringt sie uns hin? Sie lässt es ja nicht mehr los. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Die läuft wie eine Zicke. Die läuft, ich meine, anders kann ich mir nicht sagen. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilch. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Pfaffen. Ich mag Jessica, Pfaffen do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Ekelhafter. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Ja, Claire, genau. Das denke ich mir auch. Ich hoffe es nicht. Öffne die Tür. Öffne. So, wir sind Schüler wieder. Na toll. Und keine Taschenlampe oder sonst irgendwas. Nur zum Ausgang.
kann ich. Können wir vielleicht jetzt. Oh, dieser Pfarrer. Was ist denn jetzt los? Was? Was für ein Willkommen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hatten wir doch Lynch schon von direkt vor der Nase. Wir hatten Lynch schon direkt vor unseren Augen. Oh, verdammt. Ich will nicht auf dieser Treppe stehen bleiben. Fuck! Fuck! Lynn! 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 You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. We have to get out of here. Wo lang? Jetzt erstmal kurz Text gucken. Was sag ich Text? We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. Be okay. It's not my fault. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe. Hola. What the fuck? We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Hier fragt keiner mehr nach Logik bei dem Spiel. Before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Ah! Fuck! Fuck! Lynn! You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry.
Wie konnte sie eigentlich so schnell schwanger werden? I need to lie down. Back here. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay. Shit. Come on! Come on! Oh nein! Oh fuck! Jetzt rennen wir auch noch zu zweit! Jesus Christ, Blake! What the fuck? I think something's wrong! Oh, wo willst du dich hinlegen? Wo ist sie? Hier! Nein! No. What the fuck? I think something's wrong. Oh, it hurts too much. I need to lie down. Die Arme. Was zur Hölle? Wie ist das passiert? Fuck you and fuck your God! Wie konnte das passieren? Wie? Sie absolut nichts, das wegmäßig betrifft. Wow. Ja, toll. Es donnert hier und blitzt und keine Ahnung was. Aber erstmal Kamera checken. The world was on fire, the baby was coming. Impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. Ja, 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 ja. Lauf weiter. Wenn's geht. Ach, falsche Taste. Haha. Wo ist die Kapelle?
wo lang? Da lang, okay. Come on, Lynn! We have to get inside! Hier lang. Ich weiß, man soll nicht nach Logik fragen, aber an dieser Stelle muss ich mich fragen, wie kann man sich auf eine Streckbank zum Ausruhen hinlegen? Es kommt mir jetzt dabei nur eine schlimme Vermutung. Eine ganz arg schlimme Vermutung. Weiter geht's. You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Fuck! Oh, God! Oh, God! Keep breathing! It's just killing. Push! Jesus God! Lynn! 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 No! Lynn! Lynn! No! Lynn! No! Lynn! No! So, Lynn said you haven't even kissed her yet. Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? I got you again. Nicht traurig, schockiert. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours... I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. Has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If
you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Es war schon lange überfällig bei dem Dicken. Aber das Kind töten? Es ist Tag. Das Kind töte ich auf keinen Fall. Irgendwas kommt noch, was Großes. She's gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Alle tot aus diesem Dorf. Alle. Die Frage ist, wo muss ich lang? Noch eine letzte Erinnerung, oder wie? Hey, Blake. Was? Try to find me. Okay, wo bist du? I'm over here. Bestimmt hier. Don't worry. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Ich bin durch. Aber das Ende verstehe ich nicht allgemein. Das war ein Erlebnis. Outlast 1 hat bei mir, wie soll ich sagen, schon mehr Sinn gemacht. Menschliches Experiment. Also Experimenten an Menschen und so Sachen. Aber jetzt bei Outlast 2... Dadurch, dass das Baby geboren wurde, sind nun alle Toten. Glaube ich eigentlich nicht. Er hat ja gesagt, der Knott hat ja gesagt. Der Knott hat ja gesagt, er hat alle seine Kinder umgebracht, irgendwie. Außer das Baby ja jetzt.
Ach, ich weiß auch nicht genau. Audio French Version? Hey, was soll die Gemeinheit? Warum kriegen die Franzosen eine deutsche warum kriegen die Franzosen eine französische Sprachausgabe und wir Deutschen müssen mit dem Englischen klarkommen? What the fuck is wrong with you, Red Barrels? Das Licht sah aus wie ein Meteor. Metaphorisch interpretieren. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter Teil wie bei Outlast 1. Du meinst ein DLC? Bestimmt kommt da noch einer. Aber ob wir aus dem schlau werden? Bleibt abzuwarten. Ich muss das Ganze jetzt ein bisschen so verdauen irgendwie und ich versuche zu verstehen. Aber so ganz verstehe ich es halt nicht. Wir sind ja nur zwei Fremde gewesen. Reporter, ich Kameramann, die Lynn, die Reporterin, wollten eine Reportage machen und dann so ein Stress und Abenteuer. Ob es verschiedene Enden gibt, ist eine sehr gute Frage. Ist eine sehr, sehr gute Frage. Tja, das war dann jetzt Outlast 2. Anders als ich erwartet hatte. Ich habe mir eigentlich mehr eine Fortsetzung zum ersten gewünscht. Ein bisschen. Die Geschichte da weiter gestrickt. Aber das ist jetzt dann komplett anders gekommen als erwartet, was es aufnahm. Jane Doe Story Teil 1, Jane Doe Story Teil 2. Sie wird niemals sterben. Feuer im Himmel. Okay. Zurück.